Es ist 22.10 Uhr und du bist wieder zu spät. Du musst vor 22 Uhr da sein. Jetzt pass auf! Das kannst du in deinem Heimatland machen. Aber hier bei uns, in Österreich, herrscht Pünktlichkeit. Ja? Machen. Mir ist kalt. Hey, um die Uhrzeit gibt's keinen Tee. Es ist Nachtruhe. Geh ins Zimmer. Ich werde krank. Ja, das ist mir wurscht. Ab ins Zimmer. Die Küche ist zu. Alles klar bei dir? Nichts ist klar. Seit 1,5 Jahren. Ich warte auf diese scheiß Interview. Und ich kann mich mit dieser blöden Security herumärgern! Amina, sprich nicht so. Allah ist groß. Er wird uns helfen, aber wir dürfen nicht schimpfen. Wir müssen ruhig sein. Was ist das für eine Allah? Die diese Bomben zulässt und diese Krieger! Was ist das für eine Allah? Für Menschenrechte. Hier bin ich kein Mensch. Hier bin ich nur ein Flüchtling. Was meinst du mit zu Hause? Ich vermisse meine Familie und ich vermisse meine Arbeit. Was hast du denn gearbeitet? Ich bin Lehrerin. Ich war auch Lehrerin. Aber dann hat man meine Schule bombardiert und ich musste fliehen. Was willst du einmal werden? Ich will Hubschrauberpilotin werden. Toll! Schöner Traum. Und du? Ich war, Mushadal al-Hasibelali. IT. Iowa, IT. Und was machst du? Ich war Ärztin. Und was arbeitest du? Ich würde auch gerne arbeiten. Ich bin Mechanikerin. Und jetzt, den ganzen Tag, sitze hier und trinke Chai. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, wie wir wieder arbeiten können. Ich meine, wir haben so tolle Berufe. Wir könnten ein Haus aufmachen mit, ich weiß nicht was.
Freedom. 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 Aber warte mal, warte mal, warte mal. Da gibt es vielleicht eine Möglichkeit. Einen Moment. Was? Sie putzt, Sie sind Putzmann, oder? Ja, das will ich. Ich habe gestern eine Zettel zerknüllt und bei Küche gelassen. Sind Sie vielleicht in die Müll? Was habe ich denn Zettel für dich? Und was hast du für mich? Können Sie mir Zettel geben, ja oder nein? Ja, ja, natürlich gebe ich dir Zettel. Was kriege ich davon? Wegen Männern wie dir, ja? Ich habe meine Heimat verlassen. Arschloch! Keine Frühstück bekommen. Ich suche eine Flyer. Was? Flyer? Eine Flyer über Menschenrechte. Menschenrechte? Ja, da gibt es eine Veranstaltung heute. Das ist lustig. Menschenrechte. 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 Hey, was machst du mir da? Menschenrechte. Ich suche eine Flyer. Ein Flyer? Ja, da geht es um Menschenrechte. Ich bin gekommen. Ich habe die Flyer mit. Für die Veranstaltung heute Abend. Was für Veranstaltung? Das ist der Flyer. Und bitte, ich auch. Das ist ja echt ein Zufall. Kommst du? Ich komme. Da freue ich mich. Bis später. Ja. Bis später. Bis später. Ja, komm. Fein, danke. Bis bald nicht. Super. Bis später. Bis später. Wir sehen uns. Herzlich willkommen zur Veranstaltung. Es freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Hallo. Bitte. Heute geht es um uns. Heute geht es um Menschenrechte. Ich möchte gerne, bevor ich anfange, wissen, wie geht es euch? Was habt ihr für Erlebnisse im Flüchtlingsheim gehabt? Ja? Wir dürfen nicht arbeiten, aber es gibt doch ein Recht auf Arbeit. Ja. Menschenrecht. Recht auf Arbeit. Ja. Aber 80 Stunden im Monat und das nur für 3 Euro in der Stunde. Das sind 240 Euro im Monat und wir dürfen nicht das arbeiten, was wir wollen oder gelernt haben. Ja, ich verstehe. Ja. Das Heim ist wie ein Gefängnis. Wir müssen immer vor 22 Uhr nach Hause kommen und wir dürfen nach 22 Uhr keinen Tee mehr oder irgendetwas kochen in der Küche. Und die Security, nicht nett, sie beschimpfen uns. Aha. Ich verstehe. Ja? Ja. Wir warten Unterlagen oft so jahrelang im Heim. Können drauf gibt. Keine guten Deutschkurs. Und hoffentlich etwas lernen. Mhm. Jeder vor ist gleich. Ja. Ein Menschenrecht. Recht auf Bildung. Es gibt doch viele Möglichkeiten, Deutsch zu lernen. Wie ist das mit dem Internet? Ja?
Entschuldigung. Es gibt schon in allen Heimen Internet, aber ist einige Seite ist gesperrt. Wir dürfen nicht in YouTube gehen und durchlernen. Das am Abend auch gleiche. Man darf nicht wissen, warum. Ich verstehe, ihr habt viele, viele Probleme. Und es ist nicht einfach. Wir möchten euch helfen, so gut es geht. Es gibt viele Organisationen, die euch unterstützen, die eure Menschenrechte schützen. Wichtig ist, dass ihr zusammenhaltet und nicht gegeneinander arbeitet. Wir alle sind Menschen und wir haben ein Recht. Wir haben ein Menschenrecht und wir sind alle gleich. Schon wieder zu spät. Du, ich lasse mir das jetzt nicht mehr gefallen. Ich werde es jetzt melden. Ich werde es der Heimleitung melden und die melden es ans Innenministerium. Und da wird dir die Grundversorgung gekürzt. Warum machst du das? Wir sind doch beide Menschen, oder? Das hier ist doch kein Gefängnis.